Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute habe ich eine Bastelidee für euch und das ist mit Styroporkugeln und Modelliermaßeornamenten. Ich habe einfach Styroporkugel in drei verschiedenen Größen, die auch zum Beispiel bei Teddy gibt. Kann man die jetzt mittlerweile überall kaufen und mit Modelliermaßeornamenten dekoriert, also praktisch zusammengepuzzelt. Ist ein bisschen zeitaufwendig, weil man ja von einer Seite erstmal machen muss und dann abwarten, bis es trocken ist, dann auch von der anderen Seite. Aber es lohnt sich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und zuerst wollte ich eigentlich die untereinander aufhängen, aber die Idee hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich die einzelnen auf Bänder aufgefädelt und hier erstmal hingehängt. Kann man natürlich auch in eine Schale hinlegen und eine große Vase. Das kann man natürlich auch machen. Und hier unten habe ich dann die Quasten eingebracht. Muss man natürlich nicht unbedingt machen, das ist immer Geschmackssache. Quasten gibt es zum Beispiel auch bei Teddy. Und die sind in weiß und die habe ich ein bisschen geschwärzt, jetzt oder dunkler gemacht mit dem Lappen, mit dem ich auch Möbelwachs in dunkel abreibe. Ja. Und gleich zeige ich euch, was ich dafür gebraucht habe und wie ich das gemacht habe. So, und zuerst braucht man natürlich Styroporkugel. Ich habe ja meine, wie gesagt, in drei verschiedenen Größen genommen. Und da ich die ja untereinander aufhängen wollte, habe ich dann natürlich zuerst also so ein Draht genommen. Die gibt es ja auch überall zu kaufen. Und einfach erstmal durch die Kugel, muss man natürlich ein bisschen gerade haben. So. Einfach erstmal komplett die Länge durchstechen, damit man dann auch Schlaufe machen kann. Aber damit es richtig schön gerade ist, kann man natürlich zu Hilfe so ein Schaschlik Stäbchen nehmen und die erstmal so ein Loch machen, dann kann man natürlich mit dem Draht viel besser und auch sozusagen viel gerader rauskommen. So, und dann Draht durchgestochen und von beiden Seiten dann solche Schlaufen gemacht. Wenn das natürlich zu schwierig ist, so ein Draht reinzuschieben, wenn man das sowieso untereinander zum Beispiel nicht aufhängen möchte, weil es muss ja Gewicht tragen sozusagen, kann man einfach eine kleine Schlaufe einfach machen und reinstechen und kleben. Kann man das natürlich machen. Hier wird das natürlich alles, wenn das so ramponiert aussieht, so wie bei mir zum Beispiel, werden ja sowieso Silikonformen, also die Ornamente hier drauf kommen, dann wird das ja alles kaschiert. Das wird man natürlich dann nicht man nicht mehr sehen. Wenn man Angst hat zum Beispiel, dass das am Styropor mit Bastelkleber nicht halten würde, kann man das natürlich vorher mit Servietten bekleben oder so, damit es dann so andere Oberfläche hat. Wenn man denkt, auf Styropor wird das nicht halten, kann man natürlich machen. Also bei mir hält das alles wunderbar mit Bastelleim, also da habe ich keine Probleme damit, dass mir das abgefallen ist oder so. Muss man natürlich die komplett durchtrocknen lassen und beim Kleben natürlich immer aufpassen und darauf achten, immer gucken, dass dann die Ornamente kleben. Und jetzt kann man dann natürlich schon Ornamente aussuchen und anfangen zu puzzeln. Das dauert ein bisschen, aber es lohnt sich. Und das sind die Ornamente, die ich verwenden werde. Ich habe die praktisch, also diese kleinen Teile, die kommen ja aus zum Beispiel dieser Form. So, die hier. Dann auch noch das hier. Und noch diese Form. So ein schöner Rahmen ist das. Und die werde ich dann sozusagen puzzeln, so wie das hier oder so ähnlich. Weil wenn ich das ja nur von einer Seite mache,
wie sich das alles nach vorne biegen oder beugen oder so. Und sieht auch nie so schön aus. Und deswegen mache ich das auch noch hier den zweiten Teil sozusagen fast genauso, damit es auch gerade hängt. Sonst, wie gesagt, wird das dann so sich nach vorne etwa so beugen und dann sieht das ja nie so schön aus, weil ich möchte das ja gerade haben. Und so habe ich das alles schon mal gepuzzelt, so wie das ja so vom Platz hier oder von Muster hier so einigermaßen miteinander oder zusammenpasst aus verschiedenen Silikonformen. Genauso habe ich dann auch hier so kleine Kugeln gemacht, aber die lasse ich auch so, weil ein Ornament reicht. So auch aus verschiedenen Ornamenten. Und natürlich dann die große Kugel, die ist richtig viel gepuzzelt sozusagen. Da habe ich richtig sehr viele Ornamente, Teile verwendet. Muss ja auch nicht unbedingt von beiden Seiten gleicher Muster sein. Natürlich habe ich dann so gepuzzelt, wie sozusagen mir gefallen hat. Wie gesagt, dann immer verschiedene Ornamente, so kleine Teile. Ist natürlich ein bisschen ja, Fummelarbeit, kann man ja so sagen, aber es lohnt sich wirklich. Und dann geht es natürlich ein bisschen langsam, weil es muss ja erstmal ein Teil gemacht werden, dann trocknen lassen und dann kann man natürlich dann die zweite Hälfte machen. Und wenn man das dann so liegen lässt, kullert das natürlich hin und her. Und deswegen habe ich ja dann so einen Becher genommen und glaube, das war ja so Mozzarella-Kugelchen. Und da kann ich ja wunderbar meine Kugel reinstecken und dann kann ich die natürlich dann schön bekleben. Große Kugel, so sieht das dann aus. Und große Kugel passt dann natürlich auch wunderbar rein. Und wie gesagt, jetzt werde ich dann meine Ornamente erstmal mache ich die immer alle fertig und dann probiere ich dann immer an der Kugel, wie das dann aussieht. Und bevor ich das dann alles klebe, lege ich das immer da drauf und gucke, ob das so zusammenpasst. Oder erstmal große Ornamente kleben und dann schon mit kleinen Teilen dann alles die Lücken ausfüllen. Für Engelchen habe ich diese Form genommen. Da sind ja wirklich sehr schöne und viele Ornamente kann man ja immer gebrauchen, sozusagen, verschiedenen Größen. Nicht wundern, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme auch so merkwürdig. Und für Ornamente habe ich Modelliermasse genommen. Meine ist in weiß, lufttrocknet. Und die habe ich von Teddy. Silikonformen kaufe ich immer bei Amazon. Kann man natürlich auch bei eBay kaufen. Also da müsst ihr selber gucken, welche Ornamente ihr haben wollt. Und damit Modelliermasse besser rauskommt, nehme ich immer Babyöl, ein Pinsel, mache ein paar Tröpfchen rein und verteile das schön mit einem Pinsel, der ein bisschen härter ist und nicht so viele Haare lässt, damit es auch schön alles eingepinselt ist, aber nicht zu viel, sonst wird Modelliermasse einfach rausflutschen und das ist dann natürlich ärgerlich. So, und jetzt nehme ich auch Modelliermasse und noch ein paar Tröpfchen Babyöl in die Hände und damit ich Modelliermasse auch noch ein bisschen mit Babyöl verbinde, damit es auch geschmeidiger ist. Und jetzt mache ich ein kleines Löschen, nehme ich dann so eine Spachtel und drücke die Masse einfach rein. So, damit es dann auch, kann man natürlich auch Kindermesser nehmen,
die dann auch ein bisschen so abgerundete Spitze hat. So. Kann man noch mit Fingern ein bisschen reindrücken. Und jetzt drücke ich einfach die Masse raus. So habe ich jetzt schon mein Ornament. Und so mache ich das, mache ich dann meine Ornamente. Und zum Beispiel diese hier. Hier ist dieser Rand ist ziemlich dick. Und das sieht dann nicht so schön aus, wenn es dann austrocknet, weil wird es dann nicht so schön filigran. Und dann mache ich dann einfach so, dass ich dann ein bisschen hier wegmache. Dann einfach, damit es nicht so fusselig aussieht, drücke ich dann auch die Masse ein bisschen gerade. So. So gefällt mir zum Beispiel persönlich viel besser. Dann ist das ja nicht so dick, sondern ein bisschen filigranter. Wenn ich natürlich einen Rahmen einfach so brauche, dann ist es natürlich in Ordnung und sieht es auch schön aus. Aber wenn ich dann nur ein paar Ornamente davon brauche, dann mache ich das immer so, damit es dann ein bisschen filigranter ist. Und damit es dann natürlich nie so, wenn es zum Beispiel hier wird das ja komplett nicht passen, dann kappe ich dann so in die Mitte zum Beispiel oder messe ich dann erstmal aus, wie viel ich dann brauchen werde. Und einfach trennen und dann hier nochmal den Rand abschneiden, damit es dann ich zum Beispiel dann hier dann ein bisschen hier etwas unten kleben kann. Weil hier möchte ich dann zum Beispiel was anderes reinsetzen. So ein anderes Ornament oder so. Und wie gesagt, ich gucke dann immer erstmal, wie das so einigermaßen passt. Und dann fange ich an zu kleben. Und dafür nehme ich dann immer Bastelleim. Der gibt es auch bei Teddy. Ein Pinsel. Drehe ich dann mein Ornament um. Pinsel, das alles schön. Mit dem Kleister und packe ich dann einfach hier drauf und drücke dann ein bisschen, damit es hier keine Lücken entstehen, damit es auch schön kleben bleibt. Und wenn ich das alles zu Ende gepuzzelt habe, kann ich jetzt zum Beispiel bei dem Wetter auch schon auf die Heizung legen, damit es auch schnell trocknet. Und wenn es dann alles komplett gepuzzelt ist, dann werde ich das alles schon mit Farbe bearbeiten. Und dafür nehme ich Kreidefarbe, Kalkweiß, und werde es komplett mit Farbe pinseln. Und dann trocknen lassen. Und dann kann ich das ja schon mit Möbelwachs bearbeiten, damit das auch nach Chibi oder Vintage-Style aussieht. So, die Ornamente habe ich jetzt alle geklebt und trocken sind die auch schon. Und die habe ich jetzt auch alle noch weiß gepinselt mit Kreidefarbe. Zeige ich euch natürlich, welche Farbe ich nutze. Und jetzt kann ich die dann schon mit Wachs bearbeiten, Möbelwachs, damit sie schön so vintage oder shabby Style bekommen. Und dann kann ich die natürlich schon miteinander verbinden und werde euch zeigen, wie ich das eigentlich die Idee mir vorgestellt habe. Ich hoffe, dass dann auch natürlich dann auch so schön wird, wie ich mir das so alles im Kopf ausgemalt habe praktisch. So, und damit das sind jetzt trocken, so sieht das aus. Und gestrichen habe ich die auch schon. Und den habe ich schon komplett bearbeitet. Und da kann man ja schon Unterschied sehen, dass der hier so nach Chic oder Vintage Style aussieht. Und dafür nehme ich zuerst Möbelwachs farblos. So, meine ist schon fast alle. Und dafür noch ein Pinsel, der ist stumpf. Das ist so ein Pinsel zum Schablonieren. Kann man natürlich auch
Pinsel nehmen und den ein bisschen abschneiden, damit das dann irgendwie so ein bisschen gerade ist. Und bearbeite es mal komplett, aber hier am Engelchen muss ich ein bisschen aufpassen, wenn Ornamente so filigran sind, dass ich dann nicht so forsch rangehe sozusagen. Und bearbeite erstmal komplett meine Ornamente mit so einem Pinsel. Und dann nehme ich so ein Tuch, der ist ziemlich weich, und reibe es praktisch noch ein. Und das, was zu viel ist, nehme ich damit auch ab. So. Und das mache ich dann auch komplett alle meine Ornamente. Und da kann man natürlich auch noch, wenn das so die Abstände hier oder Löcher sozusagen so ziemlich klein sind, wo man mit so einem Pinsel nicht rankommt, kann man natürlich so ein kleines Pinselchen nehmen und die Lücken dann auch natürlich damit bearbeiten. So, ich habe das jetzt die Kugel komplett bearbeitet, also mit Möbelwachs farblos. Und jetzt nehme ich Möbelwachs dunkel. Das ist so richtig schön dunkel wie Kaffee oder so. Und ich möchte natürlich dann so diesen altmodischen Touch sozusagen beibringen. Und dafür nehme ich dann auch Pinsel erstmal, auch so stumpf. Und nehme ich ein bisschen Möbelwachs und zerreibe ich das erstmal, weil das ist ja so ziemlich flockig. Und fange an, auch erstmal so zu bearbeiten. Und mit Möbelwachs im Dunkeln, besonders wenn das zu viel zu bearbeiten ist, mache ich das immer so stückchenweise, damit ich dann nicht zu dunkel die Stellen habe, wo ich natürlich eingesetzt habe, wird das ja auch ein bisschen dunkler. Und wie gesagt, wenn dann die Ornamente also diese feine Abstände haben sozusagen, nehme ich dann so ein kleines Pinselchen und mache ich dann da mit ein bisschen Wachs rein, damit es dann auch ein bisschen sozusagen vernünftiger aussieht. So. Und nicht dann irgendwelche komische weiße Flecken dann sozusagen zu sehen sind. So. Und wenn ich dann, wie gesagt, die Fläche bearbeite, die so ziemlich groß ist, mache ich das stückchenweise. Dann nehme ich auch einen Lappen, auch so weich, aber nur für Wachs im Dunkel, und mache ich dann das Gleiche. Weil wenn ich dann, wie gesagt, große Oberfläche bearbeite und Wachs ein bisschen zu lange da einwirken lasse, weil das wird ein bisschen dauern, bis ich dann auch die kleine Abstände bearbeitet habe, dann wird das vielleicht viel zu dunkel, und das möchte ich zum Beispiel nicht, wenn das zu dunkel ist. Deswegen bearbeite ich das immer stückchenweise und mache ich dann weiter. So bearbeite ich dann meine Kugel erstmal komplett. So, ich habe das jetzt komplett bearbeitet mit Möbelwachs im Dunkeln und mit einem Lappen noch drüber gegangen. Und jetzt nehme ich feuchte Tücher, so diese Babyfeuchte Tücher. Ist mir schon mein Handschuh kaputt gegangen. Und reibe dann etwas Wachs weg, damit ich dann auch diesen Chevy oder Vintage Style beibringe. Da wird das ja auch heller und Wachs bleibt praktisch nur in Ritzen. Am Engelchen natürlich ganz vorsichtig, damit mir da nichts abfällt. So, da kann man ja schon Unterschied sehen, dass da, wo ich dann reibe, viel heller wird
So wie das hier schon bearbeitet mit dem Feuchtetuch. Und hier ist das noch alles so dunkel. Und so werde ich komplett die Kugel bearbeiten, so lange, bis ich dann sozusagen nach meinem Geschmack denke, so möchte ich das haben. Und wie gesagt, ganz vorsichtig, damit man dann keine filigranen Teile hier abbrechen kann, weil dann ist das ja wirklich ärgerlich, wenn man dann zu forsch rangeht. So kann man ja schon Unterschied sehen. Und wie gesagt, so bearbeite ich dann diese Kugel und dann noch die große, und dann kann ich das ja schon sozusagen die aufeinander oder untereinander aufhängen. So, ich bin fertig. So sehen die jetzt aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Zeit und Arbeit, das hat sich richtig gelohnt. Und ich habe die dann doch nicht untereinander gemacht, sondern dann so als Dreier sozusagen gespannt, weil das, so gefällt mir das irgendwie viel besser. Ja, das war meine Idee für heute. Mit einfachen Materialien, mit ein bisschen Zeit und Geduld kann man sowas Schönes machen. Ja, ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln und Dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.